ich bin Ramona und das ist ein super leckeres Kürbis-Dinkelbrot. Und wie du das in der Ultra ganz einfach selbst zubereitest, das zeige ich dir jetzt. An Zutaten benötigst du 650 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, ein Päckchen Weinsteinbalgpulver, ein Esslöffel Salz, 5 Esslöffel Kürbiskerne, 650 Milliliter lauwarmes Wasser, 15 Gramm Butter zum Einfetten sowie etwas Mehl. Und zusätzlich nutze ich die Ultra Pro 1,8 Liter Kastenform, eine Rührschüssel und den Topschaber. Zuerst vermischst du das Mehl mit dem Salz, dem Backpulver und den Kürbiskernen. Als nächstes füllst du das Wasser unter ständigem Rühren in den Teig. Der Teig sollte fluffig und feucht sein. Als nächstes fette ich die Ultra mit ein wenig Butter ein. Und bestreue sie mit ein bisschen Mehl. Nun gebe ich ein paar Kürbiskerne unten hinein. Als nächstes füllst du den Teig in die Ultra und streichst ihn mit dem Topschaber glatt. Nun bestreust du deinen Teig noch mit ein paar Kürbiskernen, gibst ca. einen Teelöffel Wasser hinzu und verschließt ihn mit dem Deckel. Jetzt kommt dein Brot für 40 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vollständig vorgeheizten Backofen. Nach 40 Minuten nehme ich den Deckel von der Ultra Pro Kastenform und backe das Brot weitere 15 Minuten. Nach dem Backen habe ich das Brot 5 Minuten stehen lassen und stürze es jetzt aus der Form zum Auskühlen. In unserer Ultra Pro Serie kannst du ganz einfach und schnell verschiedene Brote selbst herstellen. Weitere tolle Brotrezepte bekommst du von mir auf unserer Tupperparty. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbacken. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über einen freundlichen Kommentar. Du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du keine Rezepte mehr.